Tommy, dieser Mordversuch bedeutet, dass Morello uns offen den Krieg erklärt hat. Wir müssen uns um ihn kümmern. Wenn Morello keine Komplizen unter den Politikern und anderen wichtigen Organisationen hätte, wären wir annähernd gleich stark. Wenn wir diese Leute liquidieren, wird unser Gegner erheblich geschwächt. Das ist es also, was wir tun müssen. Seine starken Kontakte eliminieren. Richtig. Und wie wir alle wissen, müssen wir einen offenen Krieg vermeiden. Holt euch die Generäle, dann geben die Soldaten kampflos auf. Das ist der Plan. Wir machen sie einen nach dem anderen fertig. Was meinen Sie genau? Der erste in der Reihe ist der Stadtrat, der uns solchen Ärger gemacht hat. Morello hat ihn in die Politik gebracht. Das macht ihn zu einem starken Verbündeten. Wir kümmern uns nach dem Jungen um ihn. Und das bedeutet heute. Der Stadtrat feiert seinen Geburtstag und hat beschlossen, einen großen Empfang zu geben. Der Empfang ist auf einem Dampfer mit Feuerwerk und dem ganzen Kram. Und er wird eine Rede für die Paparazzi halten. Da werden eine Menge Leute sein, die nichts gegen uns tun werden, wenn sie sehen, was mit ihm passiert. Klingt ziemlich riskant. Ist aber das Risiko wert. Vincenzo kennt den Plan. Okay. Wie gesagt, es ist auf einem Dampfer. Wird nicht ganz einfach, ohne Einladung reinzukommen, aber du schaffst das schon, Tom. Versuch vor allem, kein Aufsehen zu erregen, bevor wir das Ziel erreicht haben. Natürlich kriegst du keine Waffe an der Security vorbei, aber dafür ist bereits gesorgt. Also, sobald du an Bord bist, musst du zu einer der Männertoiletten gehen. Dort ist ein kleiner Revolver verborgen. Anschließend wartest du ein Weilchen draußen. Der Stadtrat versteckt sich wahrscheinlich in seiner Kabine. Aber zu Beginn der Feier kommt er für seine Rede nach draußen. Das ist ein großer Auftritt. Du nietest ihn während seiner Rede um, Tom. Es muss in der Öffentlichkeit passieren und die Rede bietet sich geradezu an. Da werden jede Menge Leute sein, die du beschuldigen kannst, sobald alles vorbei ist. Und was dann? Ich würde gerne in einem Stück zurück an Land kommen. Danach wird die Hölle los sein. Es werden Sicherheitsleute an Bord sein, aber in dem Chaos müsstest du an ihnen vorbeikommen. Falls nicht, geh zum Bug. Pauli kommt dann mit deinem Boot und bringt dich sicher raus. Was ist los, Tommy? Es wird nicht leicht, aber das schaffst du doch. Okay, ich mache es. Das Boot liegt am Ufer bei Central Island vor Anker. Du gehst besser los, sonst verpasst du es. Behalte die Zeit im Auge. Buona Fortuna, Tom. Okay. Willkommen zurück zum Mafia, Leute, übrigens, ja. Das war mal wieder ein Part ohne Begrüßung. Am Anfang zumindest. So, darf ich jetzt... Bin ich jetzt hier... Nein, das ist der Don. Natürlich, ich dachte schon, ich werde jetzt hier rumchauffiert. Alles klaro, den Stadtrat töten. Licht's leichter als das. Na, Ralph... Da bin ich wieder, Ralphie. Heute brauche ich was zur einmaligen Benutzung, weil wir noch nicht wissen, ob alles klappt. Tommy, das ist gar kein Problem. Ich hätte da dieses... kleine Gefährt. Äußerst beliebt heutzutage. Und recht solide. Schau mal, wie leicht man es knacken kann. Gute Idee, Ralphie. Das ist genau, wonach ich suche. Ein Crusader Chromium Streak. Also die Autos damals, die waren ja auch nicht gerade einbruchsicher. Aber es gab schon sehr viele davon. Naja. Gut, wo geht's denn jetzt lang? Weißt du, der Don. Ich mach so viel für den Don, der müsste mich eigentlich schon längst zu seiner rechten Hand benannt haben, weil, ne, also, Tommy ist ein unschätzbares Mitglied der Mafia. Der ist, ne, kann man nicht kaufen. Das ist, ich versteh's halt einfach nicht. Der muss hier wirklich den Bärendienst leisten. Der macht, oh, das ist auf der anderen Seite, ne? Oder kann ich noch ganz unten rum? Was ist schneller? Naja, ich sag nur, also der Don, der müsste ihn sofort zu seinem besten Mann befördern. Uä! Der reißt doch alle hier aus dem Dreck wieder, ne? Der gute Tommy. Ja, Entschuldigung, aber ich hab Vorfahrt. Immer. Ich hab immer Vorfahrt. Oh, ne, das ist da. Warte, kann ich irgendwie... Lü, 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 lü. Hoppala. Huch, Vorsicht! Guten Tag. Ja, tut mir leid. Kann ich die... Bom-bom. Du bringst uns doch um. Ja, vielleicht. Respect your surroundings. Wie war das? Oh Gott. Es tut mir echt leid. Ich wollte die Leute nicht totfahren. Beziehungsweise die NPCs.
Ich mache Musik. So. Daneben muss es sein. Da unten irgendwo. Es ist voll gut, dass man sich hier umgucken kann, obwohl alles noch ein paar Meter in den Nebel verschwindet. Aber es ist ganz nett. Ich glaube, die haben hier echt ein bisschen an Hardware oder beziehungsweise an Rechenpower gespart. Way. Indem sie halt einfach mal nur das, was direkt vor einem liegt, angezeigt haben. Oh Gott, diese Musik. Ja, Tommy sollte sich mal untersuchen lassen, weil scheinbar ist diese Musik nur in seinem Kopf. Ich finde das ein bisschen, naja. Oh, alter Mississippi-Dampfer. Ich finde die Dinger voll cool, ne? Ich würde gerne mal auf so einem Dampfer mitfahren. Okay. Was? Och nö. Ich dachte, ich kann rüber schwimmen. Okay, Leute, wir sehen uns gleich wieder am Dampfer. So ein Scheiß aber auch. Ah. Okay. Diesmal gehe ich nicht schwimmen. Das ist. Das. Da wird der Anzug von dreckig. Das mache ich nicht. Okay. Also ich komme offensichtlich nicht so auf den Dampfer drauf. Was mache ich denn dann? Hallo, soll ich die mal reinschubsen? Alles klaro. Nee, dann... Nee. Kann ich mit den Leuten hier quatschen? Ich mische mich einfach mal unters Volk, vielleicht... Ne? Oh, ist das... Alfred Hitchcock? Nein. Da habe ich noch gesehen, geht's rein. Vielleicht kann ich hier was... Gibt's hier irgendwo vielleicht jemanden, der... Oh, auf dem Heisel ist und deswegen... Das heißt ja viel Vergnügen, ich muss arbeiten. Ich bin Matrose, ja? Und die Schwarzen dürfen wieder schleppen. So sieht's aus, ne? Ja, ja. In den 30ern hat sich damals noch nicht so viel verändert wie heutzutage. Die Lost Heaven Queen. Ich finde sowas super cool, so ein Dampfer. Auf jeden Fall viel rustikaler als die heutigen Kreuzfahrtschiffe oder die heutigen Fähren. Was findet die Waffe? Okay. Das sollten wir doch wohl hinkriegen, ne? Hallo? Alles klar soweit? Möchte ich irgendwo hin? Hey. Will ich mit dir quatschen? Ja. Manche von den Damen sehen traurig aus. Die bräuchten einen Kerl wie mich. Ja, ja. Oder wie mich. Aber Tommy hat ja schon Sarah. Oh. Das ist die Toilette. Einmal aufgehoben? Hä? Soll ich nicht irgendwo an den Spülkasten oder so? Und warum habe ich Lebensenergie verloren?
Hey, Matrose! So ein schöner Abend. Man hat gar keine Lust zu arbeiten. Nerven Sie nicht. Sie sehen doch, dass ich nachdenke. Und tschüss. Wo ist die Knarre? Du, 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 du. Oh, Ladies, hallo, hallo. Hast du den Kerl bei Mr. Steel gesehen? Ja, das ist ein ganz süßer. Ja, das schon, aber er ist auch die frisst ihr Glas. Gibbons Alleinerbe. Oh. Den sollte ich mal kennenlernen. Shoppen. Ich weiß lieber, du bist nicht die Einzige, die da... Was? Oh, einfach mal eine Rolle machen. Ich glaube, da oben ist das Vergnügungsdeck, hä? Oh ja, ich brauche jetzt die Knarre, sonst kann ich mich da oben nicht blicken lassen. Ich könnte wetten... Naja, ihr habt schon mal geschrieben, das ist nicht sehr, Hast du die Frau fehlertolerant. Gesehen? Ja, ist den Ärger wohl wert, was? Oh ja. Er hat sie offenbar in einem Loch gefunden. Aha. Schmeckt's? Jetzt einfach mal hier so eine halbe Stunde lang creepy rumstehen, während die essen. Es sind so viele nette Leute da. Bezaubert. Ja, so viele nette Leute. Hat es Ihnen geschmeckt? Ja, super. Alles klar, so. Lass mich in Ruhe. Es ist wunderbar. Ja, der ist wahrscheinlich noch stuhlen. Oh, jetzt ist er fertig. Habt ihr gehört, seid gerade gespült. Manche von den Damen sehen traurig aus. Die bräuchten einen Kerl wie mich. So ein schöner Abend. Hat gar keine Lust zu arbeiten. Ja, ich auch nicht. Wo kriege ich jetzt die Knarre her, verdammt mich? Ist es nicht in der Toilette? Ich habe einen Eimer. Wow. Wo ist diese doofe Knarre jetzt? Der Arme, so ein netter Kerl und so ein... Oh, so ein netter Kerl. Wo sind die Toiletten? Oh. Ich glaube, ich weiß schon, wo ich hin muss, um den abzuknallen. Oh, schön, guck mal. Wow. Ich auch. Wenn der Kellner kommt, sag ich's. Schön, da singt sie. Wie heißen die denn? Bandits of Rhythm. Ah, das ist ein guter Name. Wo gibt's hier noch Toiletten? Ah! Mal wieder typisch, dass mir das passiert. Skipper hat Schlüssel. Okay, der Skipper. Ist der Skipper... Warte mal, der Skipper hat doch immer ein gestreiftes Hemd an. So wie weiß ich jetzt auch. Okay, dann gucken wir mal. Das war der Typ hier. Der hat einen Schlüssel fürs Scheißhaus. Wo bist du? Wo ist Heisel? Da ist er. Hey! Wo finde ich denn den Schlüssel zu dem kaputten Klo? Nerv mich nicht, ich habe hier viel zu tun. Ich brauche den Schlüssel. Hab da was liegen gelassen. Na klar gebe ich ihn dir, wenn du versprichst, da drin sauber zu machen und mir den Schlüssel wiederbringst.
Ich warte im Heck auf dich. Putzen? Na klar, kein Problem. Also hier ist er, aber bring ihn wieder. Wow, jetzt muss ich... Oh. Na gut, da gehe ich mal das Klo putzen. Ich habe ja sonst nichts zu tun, ne? Gehen wir mal die Toilette schrubben. Matrose. Wo bist du, Süße? Ist ja lecker. Blitzeblank, du. Das ist die Knarre. Okay, dann bringe ich dir mal den Schlüssel zurück, sonst gibt es vielleicht noch Ärger. Erstmal, kein Platz, um die Waffe zu verstecken. Das ist ein Eimer, keine Waffe. Skipper! Skipper, wo bist du? Hä? Oh nein, jetzt kommt er schon raus. Das ist er. Hallo, John. Ich hoffe, Sie amüsieren sich. Guten Abend. Ja, es ist ganz wunderbar. Wie geht's? Ich hoffe, es gefällt Ihnen. Danke, wir freuen uns, freut hier zu mich, sein. Dass Sie es einrichten konnten. Es ist ganz reizend. Vielen Dank. Ich glaube, es wird Zeit. Ja, ja. Wo ist denn der Skipper? Da ist er. Moin, hier. Siehst du, so einfach ist das. Nicht übel, du könntest eine Putzkolonne gründen. Klar. Und dich nehme ich als Wischmopp. So, lass mal da durch jetzt. Ich habe was zu tun. Selbst in schlechten Zeiten habe ich gesagt, der ehrliche Mann... Ey! Ja, ich weiß, ich habe eine Knarre. Lass mich. Ey! Wo ist er? Verschwinde! Ich würde ja gerne. Hilfe, Hilfe! Hilfe, Hilfe! Wo muss ich denn hin jetzt? Ich laufe einfach mal runter. Oh, ist das mein Taxi? Yes! Naja. Der Hitman hätte es besser hingekriegt, aber... Die schießen immer noch. Ah! Crusader Chronium Fodor Blau. Fodor. Fodor. Verdammter Glückspilz. Na gut, aber Leute, ich würde sagen, wir machen hier Schluss. Oder? Nee, komm, wir machen noch weiter. Ist doch nicht so lang der Part. Big City Representative Murder. Party Massacre. Tom hat es geschafft. Jetzt haben sämtliche Politiker in der Stadt Angst. Niemand will wie der Stadtrat enden. Gute Arbeit, Tom. Aber das war noch nicht alles. Jetzt wollen wir Morellos rechte Hand, seinen Bruder Sergio Morello Junior. Er kontrolliert die Gewerkschaften in der Stadt. Sein bestes Pferd ist die Hafenarbeitergewerkschaft, dank derer er praktisch alle Importe in die Stadt kontrolliert. Töten wir ihn, fällt ein großer Teil von Morellos Einkünften weg. Ich glaube, ich weiß, wie wir es machen, Boss. Sergio isst normalerweise im Restaurant Italian Garden. Im Restaurant ist ein Telefon und eine Telefonzelle auf der anderen Straßenseite. Du gehst zur Telefonzelle, rufst im Restaurant an und sagst, dass du Sergio sprechen möchtest. Ich stehe dann mit einer Thompson vor dem Restaurant. Und wenn Sergio zum Telefon geht, puste ich ihn um. Dann müssen wir nur wieder zum Auto und schnell verschwinden. Na, was meinst du? Ja, schätze, mit dem Telefon komme ich klar. Na dann los, Jungs. Vincenzo versorgt euch mit Waffen. Alles klar, Leute. Das machen wir aber nächstes Mal. Ich danke euch wie immer sehr fürs Zusehen und wir sehen uns zu Mafia. Bis dann.